Konrad zum Gruße, ihr Lieben. Es geht weiter mit Satinavs Ketten. Und ja, ich habe mich sehr blöd angestellt. Ich habe da was total übersehen. Sonst wäre ich schon längst wahrscheinlich weitergekommen. Und da war wieder der letzte Bart völlig umsonst. Schade, schade, schade. Aber nun ja. So spiele ich es ja, wie gesagt, irgendwie so doch halb blind, weil ich ja manchmal weiß, was kommt und manchmal gar nicht. Und in dem Fall habe ich hier was völlig übersehen. Und zwar gibt es hier zwei Eingänge. Ja, es gibt das Fenster und es gibt eine Tür. Eigentlich ziemlich offensichtlich. Ich bin anscheinend immer nur zum Fenster gegangen, was ja die andere Seite vom Baum ist, den wir sehen konnten. Aber hier war ich noch nicht und da gehe ich jetzt mal hin. Wieso habe ich das übersehen? Es ist so doof. Es ist genau das, was ich brauchte. Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Ach ja. Ich schätze mal auch, dass wir hier das mit diesen Regenbogenfarben machen können, weil hier sieht es schon so bunt aus. Und wir haben ja auch eine Lichtstatue. Das ist ja ein Abbild. Das ist ein Abbild der Königin. Genau. Aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Und das wollte sie ja auch als Aufgabe von sich haben. Vielleicht können wir auch das dann als erstes machen. Mal gucken. Lea. Ach, lass mich raten. Der Brunnen wird jetzt umgedreht, den man ja von zwei Seiten gesehen hat. Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwynlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Mhm. Interessant. Jetzt haben wir diesen Kristall bei uns. Ist wohl die feische Vorstellung von einer Lampe. Hm. Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Eine Koboldstatue oder ein Opfer des Augenwesens. Wieder ein Kobold. Eine Kobold oder ein Opfer. Hm. Kann man nach oben irgendwie gehen? Kann ich hier noch nach links? Horn. Ah. Und noch ein Horn. Gott, wir nehmen ihm voll die Hörner weg. Ist auch irgendwie bitter. Ich meine, wenn der Kobold mal gelebt hat, dann haben wir ihm gerade die Hörner einfach mal abgenommen. Das ist irgendwie unheimlich. Was kann ich jetzt mit diesem Leuchtkristall tun? Kann ich den jetzt hier reintun? Der passt hier nicht. Und da rein? Oing. Und nu? Kann ich da durchgehen? Dann gehe ich da mal durch. Was passiert dann? Ah, dann komme ich oben durch. Mhm. Eine Treppe? Oder ein Regenbogen? Oder beides? Farbstein. Was zum... Aha, dieser Farbstein macht das also farbig. Den nehmen wir den Speer weg, den packt er mal eben in seine Hosentasche. Hallo Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Hm. Mit dieser Statue würden sich die Feen bei den Fischköpfen in Nostria sicher Freunde machen. Wie wohl die nostrische Königin in Andergast empfangen wurde. Ob inzwischen jemand die Zauberkrähen aus ihrem Gästezimmer vertrieben hat? Hm. Ja, dann nehmen wir den doch auch nochmal weg. Was passiert dann? Jetzt kann ich da auch nicht mehr durchgehen. Es ist flach, so kann ich es nicht betreten. Das ist schon krass. Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Dann muss ich doch den Einleuchtkristall auf jeden Fall jetzt wieder reintun, sonst komme ich ja gar nicht mehr zurück. Dann gehe ich wieder hier durch und pack den Farbstein jetzt mal hier unten hin. Geht das? Ah. Jetzt ist das Bild nämlich auch so. Und jetzt drehen wir das mal um. Und jetzt möchte ich mal bitte gerne wissen, ob, wenn ich durch das Fenster gucke, sich was verändert hat. Ich höre das Wasser. Wir haben es geschafft. Wir haben Sommer gemacht. Das Wasser plätschert und so. Was sagt denn der V jetzt? Aber ich will jetzt einmal kurz hier reingucken. Oh, und es sieht so schön aus. So toll. Oh, ich liebe das, ne? Jetzt ist der Honig auch auf der Seite. Wir haben es quasi umgedreht. Das Wasser plätschert. Die Bienen summen, als wären sie nie im Winterschlaf gewesen. Toll. Ich freue mich. Und ich kann jetzt meine eigenen Wallpaper machen. Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Und da ist auch der Apfel. Ich komme nicht ran.
Das müssen wir noch hinkriegen. Das ist unsere Aufgabe. Zu weit weg. Bienenstock. Komme ich denn jetzt, warte mal, mit dem Speer vielleicht an den Dings? Ich scheuche sie lieber nicht auf. Ja. Bin ganz froh, dass sie beschäftigt sind. Aber wir brauchen das Zeug in dem Kelch, damit wir da den Honig haben. Ich scheuche sie lieber nicht auf. Bin ganz froh. Hier unten ist aber auch Honig. Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen. Ja, ja. Aber ich bin zu weit weg. Warte, das kriegen wir irgendwie hin. Damit komme ich, aber damit lässt sich der Honig kaum auffangen. Kann ich mir was basteln? Das hilft auch nicht. Ich bastel mir was. Das geht so. Ja, ja, lass mich mal machen. Jetzt haben wir wenigstens endlich mal wieder einen Plan. Jetzt haben wir genug zu tun. Bogenhälften. So wird nichts. Lichtstatue. Was sagt denn das Augenwesen dazu? Das interessiert. Nein. Du willst nur, dass ich das Auge öffne. Ich finde das schön, dass wir den Okulunculus bei uns haben. Und den irgendwie aufwischen. Aber ist irgendwie auch eklig, ne? Das sind die Teile eines zerbrochenen Bogens. Ja, dann mach den doch einfach mal heile. Waffen für Kunstwerke. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. Ah, also geht doch. Ha, Bogen und Speer, alles Paletti. Ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Aber trotzdem. Hatte schon bessere. Ich überspringe das hier immer gerade so. Ich muss den mal ausreden lassen. Hier, tut mir leid. Ich bin gerade so euphorisch, dass wir weiterkommen. Und will das mal ganz schnell hier wissen, ob das geht oder nicht. Ich habe den Bogen wieder repariert. Na, immerhin. Mit dem Speer komme ich ran, aber ich kann das nicht kombinieren. Geht nicht. Mit dem Bogen kann ich doch den Apfel aber bestimmt abwerfen. Mit einem passenden Pfeil kann ich den Apfel vielleicht vom Baum und schießen. Und schon hätten das wir Das wäre den. Zwar pures Glück, aber es wäre pures Glück. Ja komm, das würdest du, das kriegst du ein schon winzige, hin. Ein winziges bisschen zu groß. Können wir den kleiner machen? Ach nein. Können wir den zerbrechen? Das kann ich. Außerdem brauchen wir den Speer als Verlängerung für den Honig, glaube ich. Aber hey, mein Gott, wir kommen voran. Yippie! Was sagt denn der V jetzt, dass Sommer ist? Denn es plätschert ja wieder. Pavauris? Ja, bitte? Guck mal, Sommer und Winter, Geburtstag und Seufzt, der eine in den Schlaf. Wind, Uhr. Ist ja alles dasselbe, oder? Wie erkennst du denn noch? Zählst du die? Das würde Sommer. Nein, wenn ich es fliege. Also ist Sommer, dann ja gut. Ich dachte, der sagt jetzt was dazu. Sagst du was dazu, dass Sommer ist? Nö, irgendwie auch nicht. Achte die Gesetze. Ja, ja. Hau rein. Dann gehe ich jetzt mal abholen. Hier war noch das Wasserbecken. Was war hier noch? Keine Zeit, mich zu waschen. Kannst du mit dem Kelch Wasser dir nehmen? Geht nur verloren. So. Das ist ja eigentlich ein guter Behälter. Na gut. Aber guck mal, der hat... Nee, der hat so eine Lanze nur. Wir brauchen halt einen neuen Pfeil. Wir brauchen einen neuen Pfeil. So, jetzt bin ich auf der Seite. Wasserfall. Wie soll ich da rankommen? Warum solltest du hier überhaupt rankommen? Das hilft auch nicht weiter. Warum brauchen wir das Wasser? Halt zum Riechen für das Ding da oben? Ich weiß auch nicht. Von der Seite ließe sich aber vielleicht besser der Pfeil, Apfel abschießen. Mit einem passenden, das wäre zwar... Ja, es wäre pures Glück. Wie gesagt, du schaffst das bestimmt. Können wir uns aus dem Flechtkorb was basteln? Wie komme ich darauf? Das kann ich... Ich glaube... Nicht so. Ich weiß nicht. Den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Man könnte das Ganze aber trotzdem auch nochmal umdrehen. Aber so ist der Apfel halt direkt über dem Brunnen. Das ist viel besser. Ist denn aber hier oben irgendwas, wenn wir das Ganze umdrehen? So, dass der Brunnen halt oben ist. Wir können das ja anscheinend jetzt hier drehen. Dass ich hier so eine Art
Zweig oder so. Wenn ich an einen Zweig käme, dann könnte ich vielleicht einen neuen Pfeil basteln. Ich weiß auch nicht. Ja, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Ich denke mal, die hilft uns sowieso nicht, die Trulla. So, guck mal. Ach, und dann habe ich noch rausgefunden, dass man den hier hinstellen kann, weil mir auffiel, dass hier so ein Ding zerbrochen ist. Der leere Kelch interessiert das Nasenmännlein nicht. Das heißt, hier können wir dann, wir müssen da halt nur irgendwas reinfüllen und dann dreht sich das Männchen, weil hier ist das so abgebrochen gewesen und ja. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen, den Göttern sei Dank. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Der Wind kommt... Ja, der Wind ist halt quasi jetzt gleich geblieben, aber wir haben Sommer gemacht. Ich komme nicht ran. Da müssen wir aber ran. Hm? Nein. Wir müssen da irgendwie rankommen. Wozu? Wozu? Wozu wollte ich nochmal eine Faunenfeder haben? Weiß ich gerade auch nicht, aber wir brauchen eine. Das letzte Mal habe ich irgendeine Idee gehabt, wozu wir das auf jeden Fall brauchen. Ach ja, ich dachte, das dient uns als Verlängerung, um an den Honig später ranzukommen. Aber jetzt haben wir ja den Speer. Keine Zeit für... Nein, was... Kann das Okulunculus nicht helfen? Du machst es mir nicht gerade einfach, dieses Auge des Unheils geschlossen zu halten. Ja, das weiß ich. Es tut mir auch leid. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Die Frage ist halt, ob ich hier irgendwie rankommen soll. So nicht. Ach was. Nee, ich gehe nochmal zurück zu unserer seltsamen Tür und guck mal, was ich da noch machen lässt. Ja, du sollst schon zurückgehen. Das war mein Ernst. Keine Zeit, mich zu waschen. Seltsam. Ist unter mir jetzt der Abgrund oder das Becken da unten? Ja, es ist alles so miteinander verschmolzen hier. Geht nur verloren. Nicht sehr schlau. Du solltest es auch nicht kombinieren, du solltest sie nehmen. Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Ah, okay. Also wir können mit der Lichtstatue irgendwas hier machen? Was weiß ich aber noch nicht. Geht nur verloren. Okay. Kommen wir... Ich komme nicht ran. Und wenn du da jetzt den... Waffen für... Auf die Idee können ja nur... Wäre ja... Ja, jetzt sabbel nicht so viel. Das ist keine Hilfe. Vielleicht gibt er uns ja auch freiwillig mal ein, aber er hat auch bis jetzt nie geschlafen. Ich glaube, das ändert sich ja mit Tag und Nacht, hieß es. Vielleicht fällt irgendwann mal eine Feder von alleine ab, dass wir die nehmen können. Also auf jeden Fall müssen wir da ja anscheinend noch mal ran. So, das drehe ich jetzt noch mal. So. Also es soll schon noch Sommer bleiben. Wir sind ja froh, dass wir das gebacken gekriegt haben. Und dann guckst du da noch mal rein, aber jetzt müsste es andersrum sein. Jawohl, jetzt ist der Baum nämlich mal richtig rum. Mein Arm ist zu... Ich weiß auch gar nicht, wozu du da überhaupt ran sollst. Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Wie soll ich daran? Dieser Brunnen kommt mir... Bienenstock. Da ist das andere Fenster. Der Bienenstock war ja vorher aber eigentlich genauso nah dran. Oder kommt er da jetzt besser ran? Ich weiß nicht. Ich würde aber fast meinen andersrum, sodass der Bienenstock hing, weil dann war der Honig halt unten. Das tropfte ja dann runter und da müssen wir rankommen. Und ich glaube, das ist so das, was ich hinkriegen muss. Aber wie?
Vielleicht ist das ja mit der Pfauenfeder dann, würde das gehen. Die Pfauenfeder könnte das vielleicht auch so aufsaugen, den Honig. Und dann könnten wir es in den Kelch reintröpfeln lassen, aber es klingt alles auch ein bisschen eklig. Farbstein. Was ist, wenn ich jetzt, dann gehe ich da durch und dann kommt er genauso wieder, ne? Okay. Wenn ich den jetzt hier rausnehme und da rein tue, nimm den mal nochmal. Ich will nämlich wissen, was es mit dem Spiegel auch auf sich hat. Nuri? Nuri! Alles bloß ein Zauber. Ich muss hier raus. Da ist Nuri auf der anderen Seite, das habe ich gar nicht gesehen. Wenn er hingeht, spiegelt nicht er sich, sondern Nuri. Nuri, das ist unheimlich. Krass, okay. Kann er da nicht irgendwas machen? Warum zeigt mir der Spiegel jemand anderen? Das interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Gib mir doch mal ein paar Antworten, Onkulunkulus. Oki. Oku. Schade. Natürlich. Lichtstatue. Natürlich nicht. Vielleicht können wir die Lichtstatue auch woanders noch reintun. Vielleicht können wir die da oben irgendwie hinstellen oder ich weiß auch nicht. Aber wozu ist der Spiegel denn gut? Das kann ich besser. Nuri? Nuri? Alles, ich muss... Warum sollte ich? Unsinn. Das kann ich besser. Ich dachte, ich tausche einfach mal die Sachen, aber... Bogen... Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. Stange. Ach was, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, warte mal, jetzt haben wir eine Stange. Können wir damit jetzt den Honig holen? Jetzt drehe ich das nochmal. Habe ich gar nicht gesehen. Geh mal durch. Oh, oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. So, Stange. Honig. Die Fensterscheibe ist im Weg. Ach, dann die kannst du ja wohl kaputt machen. Wo bist du denn überhaupt? Da. Die Fensterscheibe. Die Fensterscheibe? Wieso ist die im Weg? Da kann es doch einfach durchstecken. Und ich kann doch hier mit dem Fenster gar nichts machen. Hä? Die Fensterscheibe. Die Fenster. Ja, aber auf der anderen Seite doch genauso, oder? Oder wie? Oder... Hä? Jetzt ist die Fensterscheibe im Weg. Das... Was soll ich denn da machen? Mach die Fenster kaputt. Ah! Ja, hast du es jetzt kaputt gemacht oder nicht? Das repariert sich ja von alleine wieder. Warum repariert sich das von alleine wieder? Ich hab das doch Hallo? Und er sagt auch nur, Ich meine, das Ding repariert sich von alleine wieder. So, ich gehe jetzt mal hier weg. Und ich will jetzt mal zur anderen Seite. Das geht ja gar nicht. Oh, ich bin falsch gelaufen. Da lang. Und da lang. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ja da das Eis jetzt auch geschmolzen ist. Jetzt guckst du hier bitte nochmal durch. So. Und jetzt machst du das bitte mal kaputt. Hey, hallo. Bleib da bitte mal. Das andere Fenster hat keine Scheibe. Warum sagt er dann, es stört ihn? Das Fenster ist im Weg. Das andere... Ja, und hier... Hä? Ich meine, wenn er hier sagt, dass es nicht geht, okay. So wird das. Keine Zeit. Für einen Apfelpflücker ist sie viel zu kurz. Für
für einen ab. Da war doch keine Scheibe, dann kann er das doch durchstecken. Hä? Und von hier aus das kaputt machen hat sich wieder geheilt von allein. Das ging auch nicht. Das macht mich noch total kirre hier. Ich drehe das Ganze jetzt nochmal. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. So. 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 Jetzt ist alles richtig rum. Und der Honig ist aber viel zu weit weg. Jetzt mach es kaputt. Was? Das verstehe ich nicht. Vor allem, weil er mit dem Fenster auch nichts machen kann, wenn ich jetzt wieder auf der Seite bin. Natürlich. Für einen Apfelpflücker ist sie viel zu kurz. Ich bin etwa... Mit einem passenden... Das wäre... Es wäre... Ich könnte den nämlich auch von hier aus gut abschießen. Und wenn wir das Ganze dann drehen, dann plumpst er in den Brunnen auch rein. Ne? Man muss ihn ja nicht abschießen, wenn er auf dem Kopf steht, der Baum. Aber ich bin gerade etwas ideenlos, was es mit diesem Fenster auf sich hat. Also... Von hier aus kommen wir wieder nicht ran. Dann von hier aus, aber dann geht das mit dem Fenster hier wieder nicht. Weil das Fenster fixiert er, also er visiert es nicht mal an. Hier kann ich das nicht mal kaputt machen. Ich scheuche sie lieber. Bin ganz froh. Er sitzt zu fest und aus Glas ist er offenbar auch nicht. So viel zu den alten Märchen. War der Apfel mit einem alten Märchen aus Glas? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So bei Schneewittchen oder so. Kennt ihr ein Märchen, wo der Apfel irgendwie mal aus Glas gewesen sein soll? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, was soll... Das andere Fenster hat keine Scheibe. Ja, dann... Dann musst du das doch da hinkriegen können. Ich verstehe das nicht. Hier ist der Honig, hier ist er auf dem Boden und das Fenster hat kein Glas. Warum macht er das dann nicht? Die Fensterscheibe ist im Weg. Es ist doch gar keine Fensterscheibe da! Nur dieses Gitter. Und das... Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin sehr froh, dass wir überhaupt etwas weitergekommen sind, was ist mit diesem Baum und dem Drehen. Und wir sind ja doch ein Stückchen weitergekommen. Wir müssen jetzt nur noch hinkriegen, dass es klappt. Ja. Das ist komisch. Ich meine, mit dem Bogen könnte er ja auch durchschießen, ne? Aber da sagt er, die Fensterscheibe ist im Weg. Wie als wäre es so ein bekloppter Bug oder so. Ich kapiere das nicht. Und ja, kann ich die heilen? Ach was. Wozu denn? Ich muss dringend... Ja, ich dachte, wenn ich das heile, dann, ne? Dahinter liegt das Gemach der Königin. Wie ist das überhaupt möglich? Weiß ich nicht. Ist halt alles miteinander verknüpft und der Part geht jetzt hier schon wieder viel zu lange. Aber okay, ich guck mal, wie es jetzt weitergeht. Dann im nächsten Part. Bis dann.